Hallo Leute, im heutigen Video geht es um die Heckklappe von meinem T-Modell W204. Die Vermutung liegt nahe, dass ich hinten einen Kabelbruch habe. Wie man sieht, das Kombi-Instrument zeigt, dass die Heckklappe geöffnet ist und haut hier jetzt halt Warnsignale raus, was tierisch nervt. Und außerdem ist auch der Heckwischer ohne Funktion. Ja, dann werden wir jetzt gleich mal die Heckklappe auseinanderschrauben, oder ich lasse sie auseinanderschrauben, weil ich kann gerade nicht so. Ich habe leider einen Leistenbruch. Und dann werden wir mal schauen, ob wir das Ganze wieder zusammenlöten oder halt ein Ersatzkabelbaum zwischenlöten werden. So, hier haben wir auch schon die Stelle, die hier rausgebrochen war. Vermutung liegt nahe, dass er hier drunter irgendwo gebrochen ist. Kann natürlich auch diese Seite sein. Ja, dafür würde ich sagen, bauen wir jetzt erstmal hier die Abdeckung ab, oder? Machen wir so. So, andere Seite. Die ist nur geklipst und noch nicht geschraubt. Einmal ziehen, da brecht die Nase nicht ab. So, der nächste Teil ist hier auch nur geklammert. Die Richtung drücken. Genau. Unten weiter. Dann kannst du es ziehen. Mach am besten eine andere Seite hier oben weiter. Ups, so, da ist er schon draußen. So, würde ich sagen, dann gucken wir erstmal, ob der Heckscheibenwischer überhaupt mit Strom versorgt wird, oder? Das würde ich auch so sehen, ja. Dann ziehst du, Zündung ist an, dann ziehst du jetzt erstmal den Stecker ab. Ich arbeite hier noch mit einer alten Methode. Da werden jetzt manche Leute drüber lachen, aber für mich ist das immer noch das Beste. Hier ist braun, braun ist Masse. Plus hat er. Ja. Siehst du hier? Vorsicht, Wespe. Ja. So. Jetzt müssen wir mal den Wischer anmachen. Also Dauerstrom hat er rechts, ne? Ja, das ist, jetzt müssen wir hier mal... Ja, warte, mach den Wischer mal an. Siehst du? Ja. Ja, dann liegt es halt an der Stromversorgung schon mal nicht. Dann ist bestimmt der Motor fest, was? Ja, Motor fest oder die Welle fest. Das müssen wir mal jetzt sehen. Gut, aber dann haben wir ja trotzdem noch das Problem mit der offenen Heckklappe. Würde ich sagen, dann suchen wir jetzt erstmal hier den Kabelbruch, oder nicht? Ja, würde ich auch so sehen. So, dann bauen wir jetzt unten die Verkleidung auch noch mal ab. Ja, sind Schwarm. Genau, die sind... Hier ist so eine Abdeckung vor, die ist auch nur geklipst. Und jetzt ist der ganze Kram hier noch mit Torx-Schrauben befestigt. Dann bauen wir die jetzt mal schnell runter. So, in unserem Fall wird es dann wohl doch kein Kabelbruch sein. Wir werden dann jetzt hier wohl einen Wackelkontakt direkt am Schloss haben, weil das kann man bei uns ganz gut jetzt hier feststellen. Wagen ist abgeschlossen und jetzt hast du abgezogen, die Leuchten brennen dann trotzdem weiter. Wenn ich jetzt den, mach jetzt wieder auf. Ja. Ja. So, also das heißt, Auto ist jetzt quasi abgeschlossen. Also abgeschlossen, ich habe hier das Schloss zugedrückt. Genau, aber das Schloss denkt halt, der Kofferraum wäre immer noch geöffnet. Sieht man halt anhand dieser leuchtenden Lampe hier. So, wenn du den Stecker jetzt abziehst, so, erlischt das Licht. Und wenn ich jetzt den Wagen, Moment, das war auf, abschließe,
zeigt er mir auch wieder, dass er zugeht, indem er dreimal blinkt. Das macht er halt, wenn du den Stecker jetzt wieder rauf machen solltest und ich schließe ab, dann bekomme ich diese Blinkbestätigung halt nicht. Aber jetzt leuchtet es auch wieder nicht. Wie gesagt, Wackelkontakt, denn wenn wir jetzt mal das Schloss, ah, da ist er wieder. Jetzt fängt da komplett an zu leuchten hier. Ja, dann werden wir mal das Schloss ausbauen und mal gucken, was da Phase ist. Streng dich an, ich kann nicht schrauben. Oh. Müssen wir mal den starken Nachbarn fragen. So, das Schloss ist draußen. Wie sieht man das? Der eine Pin, der ist richtig schön korrodiert. Ja, wollen wir mal ein bisschen Kontaktspray reinmachen und dann nochmal versuchen, oder? Ja, erstmal ein bisschen mit einem kleinen Schraubzieher kratzen. Abkratzen, Kontaktspray einmal versuchen und ansonsten neues Schloss bestellen und rein damit. Ja, hier nochmal das Gegenstück. Hier sieht man es wesentlich besser. Da hat er keinen richtigen Kontakt gehabt. So, jetzt kratzt er das Oxid da runter. Ja. So. Dann haben wir noch mal ein bisschen mehr. So, dann bauen wir wieder ein und dann checken wir das Ganze gleich mal. Obwohl können wir ja auch so erstmal checken, genau. Ne, hat aber nichts gebracht. Wenn du jetzt mal ausmachst. Wie ausmachst? Ja, hier. Der bringt ja nichts, weil dann wäre ja jetzt. Das Schloss ist doch zu, oder? Ja. Ja, ne, ist wieder genau das Gleiche. Siehst du, lass mal ab. Ja, fängt da an zu blinken. Ja, Test hat ergeben, Schloss scheint dann kaputt zu sein, gerade ein neues bestellt. So, dann werden wir uns jetzt hier nochmal dem Heckwischer widmen. Mein Vater sagt, da wird wohl die Welle fest sein. Da ja Strom am Motor ankommt, ja, dann bauen wir jetzt erstmal den Wischer ab. Das ist das Billigste. Und dann schauen wir mal, ob wir das Ding wieder gängig kriegen. So, Wischerarm ist ab. Vermutung liegt nahe, da diese Abdeckung hier gefehlt hat, dass das ganze Wasser hier rein ist. Das war so festgefressen, dass wir es abflexen mussten und aufflexen mussten. Und dann meinst du jetzt, dass das hintergelaufen sein wird? Und ich nehme an, das ist jetzt zwischen Rahmen und der Welle, ist das dermaßen festgegammelt. Müssen wir mal gucken. Ja, das heißt, jetzt brauchst du erstmal den Wischermotor aus. Wischermotor aus und dann gucken. Ich glaube, rufen wir gleich nochmal bei Daimler an und. Oder willst du denn über Internet gucken? Jo, ich guck mal über Internet. Also meinst du, das bringt jetzt nichts, das Ding auseinanderzunehmen? Nee, der ist hier in der im Lager so fest. Und wir können ihn zwar mal hier auseinandernehmen, aber ich glaube nicht, wollen wir mal auseinandernehmen. Ja, schrauben wir auf. So, er ist auseinander. Ist alles, da ist irgendwo jede Menge Wasser reingekommen. Das Ding ist hier total fest, ne? Alles verrostet. Ja, deswegen ist es doch wichtig, die äußere Schutzkappe über dem Wischer zu haben. Ja, den können wir nur neu nehmen. Ja, dann werde ich das auch mal neu bestellen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wie wir die neuen Teile wieder einbauen. Das ist alles vergammelt. So, da sind wir wieder. Die neuen Teile sind da. Das ist ein originales Schloss, was wir bei Sternpartner bestellt haben. 150 Euro. 150 Euro, das ist das alte kaputte. Ja, das neue haben wir hier schon eingebaut. Ist ja nur mit den beiden Schrauben hier fixiert. Alles schon getestet, funktioniert wieder. Können wir ja noch mal kurz vorführen. Machen wir zu.
blinkt wieder dreimal, so wie es aussehen soll. Das Licht erlischt. Ja, der von uns vermutete Kabelbruch war es dann doch nicht. Die Vermutung liegt nahe, dass hier halt Feuchtigkeit reingewandert ist. Deswegen werden wir jetzt diese Tülle hier, da sind die Schnapper hier abgebrochen. Deswegen werden wir die jetzt hier mal einfach nur festbohren. Was ja sonst total der Aufriss ist, hier den neuen Kanal über die Kabel zu machen. Deswegen einfach kleine Schraube rein, dann ist das wieder dicht. Dann müssen wir die andere Seite auch noch eine reinmachen müssen. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir da so. Naja, auf jeden Fall das Ding werden wir da jetzt wieder fixieren, dann kommt da keine Feuchtigkeit mehr rein. Und dann kommen wir gleich zu unserem Heckwischer. So, da auch noch eine Schraube reingejagt. Dann dichten wir den ganzen Kram hier gleich nochmal mit ein bisschen Schmatze ab. Und dann dürfte das dicht sein, was? Eigentlich schon. Gut, dann funktioniert das Schloss wieder. Ja, dann kommen wir jetzt zu dem neuen Heckwischer, was? Oder was heißt neu? Den habe ich bei eBay ersteigert. Das ist der alte nochmal. Total vergammelt. Voll verrostet. Da ist total die Buchse fest. Da ging nichts mehr. Ja, hier ist das gebrauchte gute Stück. 60 Euro, glaube ich, bei eBay. 79 hast du bezahlt. Oder 79. So, die haben natürlich den geschickt. Mit der Buchse, die da noch drauf ist. Jetzt müssen wir den erstmal runterziehen. Mit dem schicken neuen Abzieher. Sicherheit nur geht. Geht. Den müssen wir bestimmt auch abflexen. Das Zeug ist so vergammelt. So, auch mal kurz eingeflext. Rest kriegst du mit dem Seitenschneider runter. So aus, ne? Ja. Die Gammeln aber auch fest. So. So sah der aus jetzt hier. Na gut, so ein bisschen die Verzahnung eingeschliffen, aber nicht schlimm. So, dann kann er wieder rein, was? Halt mal bitte. So, Stecker wieder drauf. So. Jetzt müsste er an dich gehen. Ja, halt mal. Ich guck mal. Und? Geht. Ja? Gut. Mach mal, auf welche Seite kommt denn der Wischer jetzt? Gut, hör auf diese Seite hier. Gut. So, dann können wir gleich den neuen Wischerarm drauf basteln. Was ist das denn? Das ist auch eine 14er Mutter. Brille hast du da auch. So. So, Kappe noch auf. Jawohl. Danke, Chef. So, klack, wollen wir nochmal testen. Hallo? Ja, dann halt nochmal. Ich mal. Wo ist ein Schlüssel? Probier auch gleich mal, ob das Spritzwasser funktioniert.
Jo. Die richtige Stimmung hat er, ne? Ja. Ja, dann können wir die Abdeckung wieder rauf machen, was? Ja. Dann ist das Problem behoben. So, fangen wir mit den oberen Abdeckungen hier wieder an. Einfach nur reinkanten und mit den Stiften befestigen. Wo ist denn die andere Seite? Ja. Das hält übrigens wunderbar hier mit den beiden Schrauben. So, die sind wieder drin. Dann fangen wir jetzt mit dem oberen Teil hier an. Jetzt am einfachsten. Warte, den noch nicht reinklicken, da musst du noch intern zusammenschrauben. Zusammenklicken. Ja, die waren auch so vergammelt. Das ist gebrochen, das Ding. Ja. Das ist der Nachteil mit dem Plastik. Ja. Na gut, aber da oben kam ja auch, da sieht man das ja so schön, die ganze Feuchtigkeit hier rein. Was? Oben die sind vergammelt, unten die nicht. Die sehen noch aus wie neu hier. Ja. Ja, ich habe ja hier auch erstmal nochmal alles hier nochmal ein bisschen weggebürstet. Und Rostumwandler. Rostumwandler und Hohlraumspray jetzt. Hier. Das ist das. Ja, du musst auch noch die Klammern wieder noch reinmachen. So, dann kommt der Teil. Erstmal die hier rausziehen. Genau, die hier hinterhaken. Ja, der muss hier erstmal so. Runter oder was? Ja, der muss dann noch mal. Ein bisschen runterdrücken, ne? Der muss ein bisschen mal dauern. Noch. So, jetzt sitzt der auch. So, dann noch die untere Klappe und dann war's das. Hier sieht man noch, wie was hier Feuchtigkeit reinging. Ja, ja. So. So, dann die Lampen erstmal wieder rein. Ja.
So, der ist gut. So. Warte, du nicht, dass die Kabel einklemmst. Ne, hier ist gut. So, da rein. Also die. So, Schrauben wieder rein. So, dann einfach die Abdeckung hier wieder rauf. Ja, ich guck hier nur gerade Kamera und. Ja, dann mach. So, einfach nur einklacken. Andere Seite, klack, klack. So, dann ist die Heckklappe wieder zusammengebaut. Dann räumen wir jetzt hier nochmal ein bisschen auf. Und dann werde ich erstmal den Kofferraum von Hundehaaren befreien. Ja, dann sollte alles wieder funktionieren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Eure Schadenfreunde.